Du lass uns doch vielleicht morgen Abend nochmal eine Türkentasche essen mit diese türkische Spreit. Dass sie entstellt ist, die Alte. Ich glaube, ich rufe kurz mal meinen Kumpel Nick an und frag, wo er Posted Up ist. Ihr wisst schon, der Berliner, der über die Grenze gemacht hat. Mal kicken. Geht der ran? Ich weiß nicht, ich glaube nicht. Du, ich steck gerade knietief in der Baustelle. Nee, warte, wirklich? Ich bin schon am Ackern, ich bin live schon wieder. Nee, ich bin der Dachdecken gerade in Gelsenkirchen. Ich hab eine Baustelle mit 15 Leuten, also wenn es dir ganz wichtig ist, dann kann ich nicht. Pass auf, weißt du was? Meister, so wichtig ist es auch nicht, dann sieh mal zu, dass du bei Kräfte bleibst. Dann quatsch mal andermal, geht auch. Na, pass auf, wir hatten jetzt hier ein Gülleproblem, kann ich dir mal ganz kurz erläutern. Ich hab ja meine 15 Leute hier und ich turn halt wie ein Verrückter hier auf dem Dach rum, weißt du, und das Ding bricht durch. Weißt du, alles voller Torf, alles mit Schlamm voll. Alles mit voll mit Scheiße. Naja, ich hab ja, das ist ein alter Rinderschlachthof, den wir hier ausbauen. Ja. Und das muss kernsaniert werden quasi. Das ist ja nicht mein Job, weißt du, wie ich meine? Ich verstehe das schon. Ich will ja ein Dach decken und nicht hier irgendwie Gülle fahren, absaugen, weißt du, wie ich meine? Nee, ist ja auch gar nicht dein Beruf. Ja, aber ich werde hier wieder für Blöde verkauft. Und da bin ich scheiße. Bin ich richtig kacke irgendwie. Ich werde halt hier, die tanzen mir auf der Nase rum, weißt du? Die verkaufen dich für Blöde, die halten dich bei der Stange. Ja, aber langsam, ich mach's nicht mehr, weißt du, ich pendel jeden Tag aus Aachen nach Gelsenkirchen, wie ein Idiot hier mit dem Zug. Fährst du noch, warte kurz mal, Dieter, fährst du noch mit dem Punto? Nee, hab ich längst weggegeben, den Punto, den fahre ich viel zu viel Stress. Und was fährst du jetzt? Ein Wartburg habe ich mir heute. Ah, okay. Hast du den Sticker hinten drauf gemacht, den Freiwill-Sticker schon? War schon drauf vom Vorbesitzer, hab ich drauf gelassen, ja. Hast du übernommen, war? Ja, absolut, der kriegt jetzt auch bald ein Hakenzeichen, der hat jetzt schon ein paar Jahre runter. Aber der ist top in Schuss, weißt du, wie ich meine? Ja. Und das ist ein zeitloser Klassiker, das wird nicht alt. Das ist zeitlos, ja, sag ich dir auch. Vor allem, der muss ja fahren, mehr muss er ja nicht können. Naja, gut, also, weißt du, Leute, erzählen mir irgendwas von wegen Anlage und machen sich da irgendeinen Subwooferin oder was, weißt du, also, jetzt mal bei aller Liebe, da holst du dir hier eine UI Boom 2, kriegst du in einem Saturn für 150 Euro, beim Minimax kostet die Noni, legst du dir rein, das passt super. Ja. Weißt du, wo ich letztens halt auch einen Knaller gemacht bei Fremdgehen 69, ach Quatsch, bei Vergleicheportal, ja. Hab ich mich verquatscht gerade, sorry. Beim Vergleich 24 meine ich. Check 24 heißt es, sorry. Ja. Da war irgendwas los gerade, hab abgefuckt im Satz. Da hab ich letztens geschossen, so ein Autoradio zum Anbauen mit USB. Da kommt so ein Kabel raus und das macht man einfach in ein Handy rein und dann geht das automatisch. Versteh ich nicht, Hexerei. Das finde ich ja schau irgendwie. Das ist richtig schick, wa? Nee, das finde ich schau, ja. Muss ich dir mal nochmal beweisen, mal die Tage, dass das wirklich funktioniert? Nee, holst du mir mal ab. Wir wollten auf der Kegelbahn noch mit den Jungs nächste Woche. Du, wann hast du frei? Ich will ja auch nicht auf Trab halten, weißt du? Nee, alles gut. Ich bin entspannt gerade. Ich lasse auch mal 5 Grad sein aktuell. Ja. Ich habe die Baustelle habe ich jetzt noch bis nächsten Dienstag, aber so kann ich dir jetzt schon sagen. Also bis dahin wird da nichts stehen. Also da kannst du direkt mal eine Woche rufrechnen. Aber du kannst auch einfach mal, gut, mit Mittagspause ist jetzt nicht viel, aber du kannst auch gerne mal in der Pause rumkommen. Kurze Bocke. Du, da hatte ich eh noch mal einen Anschlag auf dich geplant, ne? Ja. Was willst du? Was brauchst du, Großer? Ich wollte mal quatschen wegen meiner Püppi. Nee, scheiße. Läuft der, wa? Nee. Weil sie das mitbekommen hat, die eine Sache hier? Oder? Ja, so mehr oder minder, wa? Diese Staubsauger-Geschichte war das, wa? Ja, ja. Na gut, aber. Hat sie ein bisschen Wind von bekommen. Das war jetzt auch keine Leichtigkeit, dich da aus dem OP zu holen, irgendwie um 4:30, ohne dass das irgendwer mitkriegt. Also, das hätte ich dir vorher schon sagen können, wenn du das Ding da reinsteckst, dass das Konsequenzen hat. Ich weiß. Das hat sie, glaube ich, genauso kalt getroffen wie mich in dem Moment. Na gut, also kalt getroffen finde ich da jetzt eher ein bisschen die Linde gesagt, die Wortwahl. Also, weil es ja mit dem vollen Rüssel in dem Ding drin gesteckt und die mussten wir da abschneiden. Also, ja. Versteht schon, dass sie da ein bisschen aufgelöst war. Und die war total aus dem Häuschen irgendwie. Aber ich habe jetzt Angst, weil ich habe doch jetzt wegen die Kiddies, weißt du, wegen die Kleinen. Nicht, dass sie mitkriegen, Papa, Mama haben Stress. Was mache ich denn? Na du, ich kann dir das schon sagen. Also das ist klar, wie groß du wirst die Klage verlieren. Meinst du, das kommt auf mich zu? Ja, die nimmt, die, ich wusste ja vom Kopf, die nimmt dir die Bengels weg, alles. Meinst du, das, so weit wird die gehen? Wenn du, Vollidiot, da irgendwie 2:30 nachts in der Samenpumpe in den Staubsauger steckst, ist das klar, dass sie die Bengels mitnimmt. Nicht die Bengels. Ja, kannst du dir mal im Kreis drehen bis 13, ist die Bude weg. Macht mich komplett kirre, irgendwie. Na gut, weißt du, ich habe ja gerade eine Ausbauwohnung in Reinickendorf angemietet. Ja. Und da, ich hätte da so einen kleinen Verschlag. Da könnte ich dich erstmal
Kriegst du mich da unter für ein paar Tage? Könnte ich dich unterbringen, jetzt mal bis auf Weiteres. Ich habe Angst, dass der Hausdrache bald Feuer spuckt. Ich glaube, ich muss erstmal in Sicherheit. Nicht, also eine Dauerlösung ist das nicht, weißt du, ich brauch um meine Freiraum. Ich will dir ja nicht auf der Leber liegen, aber vielleicht für ein, zwei Tage oder was? Na gut, wir können, machst du eine Woche draus, so als gut, aber du... Ich hab das schon mal eine ähnliche Geschichte von dir miterlebt, weißt du? Und dann ist du irgendwie ein halbes Jahr dich auf der Couch eingezeckt. Da habe ich keinen Bock drauf. Mensch, das war aber was anderes. Das ist doch... Guck mal, aber da macht sie auch... Da macht sie, finde ich, aus einer Mücke einen Elefant, finde ich. Die Ehe ist die... Finde ich nämlich nur mal nicht. Findest du nicht? Nee, finde ich nun mal nicht. Ich finde ja, dass das mein Mietrecht ist als deutscher Staatsbürger, dass ich bestimmen kann, wer in meinen vier Wänden ein- und ausgeht. Achso, das meine ich. Ich meine das gar nicht bei dir. Ich meine sie. Sie macht eine Fliege raus aus einer Mücke, meine ich. Ja. Guck mal, weil ich mal um 3 Uhr nachts mal was mache mit einem Staubsauger ein bisschen was mache, ist die verletzt, Mann. Ja, die macht's nicht mehr. Die macht's nicht mehr im Bett, das ist tote Hose. Und dann sehe ich dieses verschärfte Teil, dieses verschärfte Dyson-Gerät und denk mir, komm, na nu und jetzt? Und dann kann ich doch nicht sagen, dass sie gerade da irgendwie in ihre Tage nochmal vollgeblutet auf Klo muss und ich mach da gerade mein Ding, das kann ich doch nicht. Ich verstehe das, aber das macht natürlich auch was mit einer Person, weißt du, auch wenn das Flaute ist und die nicht mehr erinnert, weißt du, aber da fühlt sich natürlich... Das geht auf eine Persönlichkeit auch, so eine Nummer. Ich glaube auch, das kann ja nachhaltig schon ein bisschen... Das macht einen manchmal dumm. Na gut, und ich glaube halt, das ist ein erschwerender Faktor, dass du das alles videografisch festgehalten hast, auch des Öfteren. Weißt du, was ich glaube? Aber da muss ich, pass auf, werden wir abgehört oder bist du gerade an deinem Flipphone? Ich bin mobil. Wir können offen sprechen. Du weißt, ich frag dich sowas nicht. Ich würde dich sowas nicht fragen, wenn es nicht ernst wäre. Na sag es, komm. Die muss weg. Ich lass mir nicht meine Bengels nehmen. Bis wann? Bis wann muss die weg? 3. Sagen wir mal, 3 Tage haben wir Zeit. Na gut, pass mal auf. Pass auf, ich lass jetzt einen Hammer fallen. Ich hab einen Bauleiter hier. Das ist ein guter Typ. Das ist ein Pole, aber spricht sauberes Deutsch. Reicht für die Baustelle hier. Der macht das Ding ab jetzt. Ich mach mich klamm und heimlich, mach ich mich aus dem Staub. Ich fahr rüber nach Aachen. Und wir machen das Ding. Zieh mal durch. Ich hab einen guten Mann auch für, aber das kostet ein bisschen. Du, pass auf. Wenn die weg ist, habe ich eh das volle Erbe. Ich muss nur von dir wissen, zieh mal durch den Kuh. Haben wir einen Kuh? Wir können das nicht und nagelfest machen, dass das Viech in 2 Tagen im Rhein liegt. Das muss sauber über die Bühne gehen, der Kuh. Du, wir können die aus dem Verkehr ziehen. Ja, müssen wir. Uns bleibt nicht übrig. Das müssen wir machen. Aber pass mal auf, wir haben ja 2 Möglichkeiten. Ja. Lassen wir es wie ein Unfall aussehen. Oder machen wir also wirklich volle Kanülerin. Also richtig, dass sie entstellt ist, die Alte. Sorry, muss an Witz denken, Dieter. Alles gut. Ich finde den Mario Barth, habe ich gestern geguckt, der war witzig. Ich liebe den, ich finde, das ist einer der großartigsten Künstler unserer Zeit. Ich finde das auch. Und wenn er sich nach ausspricht auf TikTok da, diese Plattform da mit den Steuern. Ich finde ja gut mit dem ganzen Gender-Gaga und so. Ich bin da auch nicht dabei. Ja, genau. Du weißt ja, meine Pippi entwickelt sich ja dahin, ne? Dass sie die Bengels beibringt. Das gibt mehr als 2 Geschlechter, soweit kommen wir noch. Die muss weg. Das ist eine Gefahr für die Kinder, für die Allgemeinheit. Ich wollte gerade sagen, das finde ich ja nicht mal nur für die Kleinen ist das ein Problem, sondern auch einfach für dein privates Umfeld. Also ich halte das für mehr als sinnvoll, dass man die einfach mal in der Elbe schubst oder so. Ist er da, Großer? Mhm. Gut, ich meine, wir können sie auch von der Decke baumeln lassen. Also, kriegt man auch alles hin. Pass auf, ich sag dir eine Sache. Es muss aussehen wie, die ist ja gerade so ein bisschen, wie heißt es jetzt hier? Vogue. Vogue sagt ja, man ja. Ein bisschen aufgeweckt. Aufgeweckt, genau. Ja. Und pass auf, die macht ja diese, die ist ja auf, die geht auf ihre Treppen, Töpfertreffen und alles. Die ist gerade in so eine Phase, wo sie sagt, ja, sie hat so mentale Probleme. Weißt du, das ist alles ausgedacht und was. Aber... Ja, das gibt's auch nicht. Also, gibt es nicht. Wer depressiv, Mensch, geh an eine frische Luft, Mann, oder was. Du kannst ja mal die Fenster anklappen und dann kannst du ja mal kicken, wer hier noch irgendwie die Probleme, wie viele das heißt. Keine Ahnung. Ausgedachte Pillepalle. Füllefanz alles. Naja, und pass auf, aber die ist ja jetzt dabei und die macht ja auch immer auf ihre Instagram-Seite, da hat sie ja jetzt neu gemacht, macht sie immer so ein, wie heißt das, Blog.
So ein Block macht sie da. Ja, und mit ihrer Blümchentöpfer-Scheiße. Ja, genau. Ich kick mir das nicht mal an. Weißt du, immer wenn ich ihr eine WhatsApp schreibe, dann krieg ich als Antwort so eine Nachricht mit so einem GIF-Bild oder was. Und seitdem schreibe ich ihr auch keine WhatsApp mehr. Ja, du, ich hab mich abgemeldet, hab ich mich da von ihrer Seite, also ich hab da auch keinen Bock mehr drauf. Ja. Na gut, aber pass mal auf. Nee, aber warte, bevor du aussprichst, ich hab noch mal, doch jetzt auf ihre Sache ist mit dieser mentale Gesundheit, ach, wir können es aussehen lassen wie Selbstmord. Ja. Na gut, pass mal auf, ja, also du, wir können es aussehen lassen, wir können es von der Decke hängen lassen und sagen, gut, hat sie selber gemacht. Wir könnten auch, mir fällt jetzt eine Sache ein, pass mal auf. Was fällt dir ein? Erstmal kappen wir alle Telefonleitungen. SIM-Karte kommt raus, alles abgemeldet, alle Accountzugänge sperren wir. Ja. So, da gibt's keine Kommunikation mehr. Da gibt's auch kein Zurück mehr, ja. Gibt's kein Zurück mehr. Ja. So, wir lassen. Ich sind mir mal in annehmen bei, wa? Ich kann das nicht mehr. Boah, alles gut. Du, ich hab auch wieder angefangen jetzt. Ja, das kommen wir nicht los von. Du, will ich auch ja nicht. Also das ist, für mich ist das einfach der größte Genuss des Alltags. Ich könnte aufhören, wenn ich will. Ich will nur noch nicht. Ja, nee. Also ich weiß ja nicht, ob ich könnte, wenn ich wollte, weil ich habe überhaupt keinen Bock drauf. So ist es. So, pass auf. Auf jeden Fall, wir kappen da alles. Die hat keinen Kontakt mehr nach irgendwo. Kündigung reichen wir für sie ein. Ja. Bei der Arbeit. Ja. Da wundert sich auch keiner mehr, dass die Alte nicht kommt. Ja. Weißt du? Die Unterschrift habe ich auch drauf von ihr. Die habe ich auch schon. Attitude. Die sitzt dann einfach mal nur zu Hause rum. Ja. Da kommt die erste Woche, kommt noch mal einer vorbei, kicken, alt gut, so. Ja. Und die sagt, nee, alt gut. Und wir sahen ihr nämlich, sie hat eine Freistellung von der Arbeit bekommen. Ja. Das heißt, sie wundert sich überhaupt nicht, warum sie nicht mehr hin muss, und die wundern sich auch nicht, warum sie nicht kommt, wisst ihr? So. Aber das könnte auch fliegen. Nee, alt gut. Nee, alt gut. Hab ich schon zwei, drei Mal gemacht, die Nummer, das klappt. So, kommt die ersten zwei Wochen, kommt noch einer vorbei, kickt, alt gut. So, sie sagt, alt gut. Nach drei Wochen kommt aber keiner mehr. Interessiert einfach keinen mehr. Ja. Und dann knipst man halt Licht aus, weißt du, wie ich meine? Aber wie? Na gut, du musst ja auch mal einkaufen hier oder so, dann knallst du halt in den Kopf oder so, weißt du, wie ich meine? Ich glaube, ich trau mich das nicht. Nee, du, halt, fängst sie vom Rewe ab und Können wir das so machen? Sag mal Kopf und dann mit dem Knüppel rauf, weißt du. Du, pass auf, können wir das folgendermaßen machen? Ja, sag mal. Pass auf, wir machen das so. Pass auf, pass mal jetzt hier genau auf. Jetzt hör mal, jetzt bleib mal Ohr. Ich bin ja ins Ohr. Icke? Arbeit. Ja, Icke auch. Icke, Gelsenkirchen. Icke, Homeoffice, okay? Ja. Sie? Ja. Wellnessbad. Bei uns, hat sie neuer gemacht. Achso, na gut. Mit ihrer Jojo-Baröl da. Sie da drinne, Icke, Schatz, ich geh kurz was holen. Willst du was? Und dann wird das so laufen. Sie, bringst mir ja nochmal ein neues Shampoo mit. Ne? Mit diese Balsamico-Geruch und alles. Herzenburg noch. Aloe Vera, alles da. Die Scheiße. Und dann brauche ich nochmal hier neue Duftspray und alles, was ja dazugehört, was ihr Herz begehrt. Ne? Ich sag so, ich geh los und dann folgendes. Ich geh über die Garage raus. Aha. An Sicherungskasten. Ich knips aus, alles in Bad. Stromausfall. Du bist aber schon positioniert in mein Zimmer. Du kennst ja das Fenster, ne, wo du rübersteigen kannst in das Bad. Ja, der kleine Kapuff da. Das kleine Ding da, genau. Ja, ja. Du bist bewaffnet mit einem Föhn. Und sie wird wahrscheinlich rufen, ob ich noch da bin. Sie wird wahrscheinlich fragen, was ist da los, diese ganze Sache. Ja, die wird dann schreien wie am Spieß, die Alte. Kann ich dir jetzt schon sagen. Das darf uns nicht ablenken und verunsichern. Da musst du standhaft bleiben. Nee, aber da habe ich keinen Bock drauf. Du, das ist mir nicht. Ich weiß schon, worauf das hinauslaufen soll, aber ihr habt mal, ein Kollege von mir aus Barcelona hat so ein ähnliches Ding mal abgezogen, Ende der 90er. Hat er einen ähnlichen Coup gemacht? Ja, das ist auch total nach hinten losgegangen, die Nummer. Also, das war ja noch richtig strafrechtlich ein richtiger Albtraum. Das ist ein Mord, Nick, was wir hier planen. Nein, das ist ein kleiner Anschlag, ja. Du bist am Mobilgerät, wa? Nur nochmal, dass ich sicher bin. Was ist los? Verpfeift er mich? Die haben ihn. Die Leitung wurde gekappt. Mensch, was war los? Jagt mir doch keinen Schreck ein. Hallo? Mensch, der geht nicht mehr ran. Haben die ihn? Was ist los? Großer. Was ist los? Großer. Hörst du mich? Ich höre dir. Kannst du mir hören? Ja, ich höre dir auch. Leitung war anjetzthaft. Ich musste raus kurz. Bin sofort raus. Alles gut. Können wir das noch machen jetzt? Ich bin in der Telefonzelle jetzt. Ich bin vorher zur Sparkasse gelaufen mit einer Telefonzelle, halt gut. Ich bin auch ungestört. Pass auf, eigentlich brauche ich von dir nur ein Alibi. Du willst dir die Hände nicht schmutzig machen, wa? Ich mach das, mir ist das egal, halt gut. Wie machen wir das? Na, pass auf,
wir machen das, wir lassen das und mit die ganze Arbeit nochmal und so, das ist auch, das ist zu sehr um die Ecke gedacht, da hast du recht, das machen wir nicht. Pass auf, wir machen das folgendermaßen. Du kannst ja, das ist richtig verschärft, du kannst ja eine Straßensperrung, kannst ja beantragen als Privatperson, weißt du? Kannst du machen, kriegt man hin. Wir machen eine Ecke. Kennst du noch den Uli, oder? Kennst du den noch? Ulle, ja. Ja, Olle Uli, der macht das doch im Nu. Ja, na gut, ich habe ja einen guten Kontakt, ich habe ja noch einen guten Draht zu ihm. Wir haben ja im Armbrustverein, haben wir uns ja wieder gefunden. Ja, genau. Wir haben ja damals aus der nach der Schule, weißt du, hat man sich so ein bisschen außen aufgebaut. Genau. Und ich habe ihn dann im Armbrustverein habe ich ihn wieder getroffen. Genau. Und wir hatten dann mal, genau. Er ist ja da in Birkenwerder relativ gut mit dem Förster. Wir hatten mal einen Wildschwein zusammen erlegt und dann hier grillt. Das müsste schon 2-3 Sommer her sein. Da hatten wir dann irgendwie dadurch wieder einen Kontakt. So gut. Und er macht das ja nur und Weißt du, was der ist, der Uli? Das ist eine richtige Type. Richtig Original. Weißt du, wenn es dir nicht jemand, du musst den erfinden, sag ich mal. Weißt du? Ja, du sagst es. Und ich würde das folgendermaßen machen. Ich würde über Ulle, ich würde das straßenmäßig sperren lassen. Dann machen wir das folgendermaßen. Ich würde aber ein bisschen Geld kosten. Wäre das okay für dich? Ja. Pass mal auf. Nee, wir machen eine Art Jahrmarkt. Ziehen wir da auf. Wir lassen das sperren. Wir lassen die ganze Kreuzung sperren. Machen da eine Art Jahrmarkt. Ja. Ich bin ganz ohr. Und dann gibt es ein Fahrgeschäft, wo wir sie quasi hinlocken, weißt du, ich meine? Ja. Und dann lässt du sie auf dem Fahrgeschäft fahren und dann kommt jemand und ihr leitet sie dann runter aus dem Fahrgeschäft. Das ist so eine Art Karussell. Ja. Und jetzt könnte man ja meinen... Ein Rummel. So eine Art Rummel, genau, so faschingsmäßig, wa? Ja. Und dann könnte man ja meinen, man macht da auf dem Fahrgeschäft, stellt man eine Schraube vielleicht oder so, dass das irgendwie ein unfallmäßig ist. Aber wir machen das so, das ist alles nur eine Ablenkung, die wird runtergeleitet von dem Fahrgeschäft und hinterm Klohäuschen, schieß mal dir den Kopf. Und dann schmeißt du die einfach in den Wald. Wollen wir das machen? Wollen wir das mal wieder machen? Guter Plan. Gut, dann machen wir es so. Wir haben einen Termin, wir machen den Coup. Alter, ich würde alles aufsetzen, muss ich auch um nichts kümmern. Also, ich zahl das. Du sagst mir einfach, ich mach das bar, mir alles egal. Ja. Aber die schmeiß ich zu die Wildschweine in den Wald, glaub mal. Ja, dann machen wir das so. Die schmeiß ich ab bei Uli, glaub mal das. Du hattest, du bist jetzt relativ gut noch aufgestellt, bargeldmäßig wegen dieser Ölgeschichte da vor 2-3 Jahren, ne? Ja, ernst genau. Ich habe alles abgemeldet mit online, PayPal habe ich alles nicht mehr. Und nee, Kontoauszug sagt, ich bin flüssig, liquide. Alles gut, ich bin nur noch auslandsmäßig mit meinen Konten unterwegs. Also der deutsche Staat, der verdient einen Milliarden mehr seit ein paar Jahren. Und ja, so ist es richtig. Weil, weißt du, wenn ich mir so Flitzpiepen angucke wie Ricarda Langner oder Also, es gibt schon lange keine Politiker mehr in unserem Land auch. Du, der letzte große Politiker, das war Helmut Schmidt und der ist nur leider tragischerweise von uns gegangen, der Mann. Ja. Das sind für mich keine Politiker, für mich sind das Marionetten. Das sind Marionetten, ja, du sagst es. Das sind Marionetten und das sind Speichellecker vom Allerfeinsten. Also, dass man die so anbietet beim Volk, das finde ich ekelhaft. Verräter sind das. Das sind Volksverräter. Ja. Ich mal auf den Punkt. Jeder einzelne von denen. Müsst ihr eigentlich alle an der Wand stellen und der Reihe nach wirklich abknallen. Ja. Ist er in Sack stecken, Hofkloppen trifft immer den richtigen, weißt du, ich meine? Ja. So ist es. Gut, dann haben wir einen Coup, Mensch Meier. Dann machen wir das so. Dann, ich sag mal, ich verbleibe mit freundlichem Gruß war und komme immer wieder hier um die Filzbeam, die rumrennen. Verbleiben wir so. Du lass uns doch vielleicht morgen Abend nochmal eine Türkentasche essen mit dieser türkische Spreit. Du, sorry. Ich hatte mich gerade am Trinkjoghurt verschluckt. gut, nee, können wir machen. Machen wir. Gut, dann treffen wir uns morgen erstmal ein Verräterdreieck. Papa! Und ja, gut. Machen wir. Alles klar, Großer. Ich melde mir. Ciao. Steck mir einen Gruß mit rein. Ciao. Ach, klasse Typ. Ist einer der Besten.